Hallo liebe Zuschauer, ich bin Elias Schlichting, der Weinscout von Lobenbergs Gute Weine und ich sitze hier auf unserer Dachterrasse von unserem Büro in Bremen. Hinter mir ist die schöne Altstadt von Bremen. Ich möchte heute ein bisschen über das neue Weinpaket im Burgund sprechen. Wir hatten bisher schon ein Weinpaket aus dem Burgund mit 12 Flaschen drin, das war ein bisschen breiter aufgestellt und jetzt haben wir das Ganze in zwei geteilt und ein weißes und ein rotes Sechserpaket draus gemacht, einfach um ein bisschen mehr Fokus reinzubringen, um nochmal ein Upgrade reinzubringen. Die Weine kommen nur noch aus dem Burgund, es gibt jetzt kein Beaujolais mehr und kein Gamay mehr hier drin, sondern tatsächlich nur noch Chardonnay, Pinot Noir und einen Aligoté. Der erste Wein in unserem Paket ist ein Aligoté von Sylvain Partey. Das ist der einzige Nicht-Chardonnay in unserem weißen Burgund-Paket. War mir ein besonderes Anliegen, dass wir diesen Wein mit reinnehmen, weil gerade der Aligoté eigentlich eine sehr klassische burgundische Rebsorte. Allerdings ist er in den letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt worden, leider. Die Qualität hat gelitten, er wurde nicht mehr in den guten Lagen angebaut und die Winzer haben sich wirklich nicht so sehr bemüht, einen guten Aligoté zu machen. Es war eher ein sehr einfacher Zechwein und in den letzten 15 bis 20 Jahren allerdings gibt es viele junge Winzer und allen voran Sylvain Partey, der dem Aligoté wieder Leben eingehaucht hat, der ihn in gute Weinberge gepflanzt hat, der ihn auf die besten Böden gestellt hat, weil er an die Rebsorte glaubt, weil er das Potenzial darin gesehen hat. Und wenn man seine Weine aus der Aligoté-Traube probiert, dann spürt man dieses Potenzial sofort. Es ist keineswegs eine minderwertige Rebsorte. Es hat mindestens das Potenzial, den der Chardonnay hat. Nur es ist aromatisch einfach ein bisschen anders und dadurch total spannend. Sylvain Partey's Aligotés sind tatsächlich etwas speziell. Sie sind alle spontan vergoren, alle im gebrauchten Holz ausgebaut. Und ja, wir haben eine sehr abfällige Frucht, allerdings nicht so rassig wie bei einem Chardonnay, sondern es ist ein bisschen eher so ein gelber, gebackener Apfel, würde ich sagen. Es ist ein bisschen vielleicht sogar sowas wie Seegras oder Alge dabei, also durchaus ein bisschen ungewöhnlich, aber sehr, sehr spannend, total interessant. Vielleicht sogar ein bisschen so salzige Meeresbrise noch. Ja, am Gaumen sehr frisch, tolle Säure, eher filigraner Körperbau. Aber aromatisch kommt da doch schon ziemlich viel Power durch. Also der Wein hat auch Kraft auf jeden Fall. Man spürt die kreidigen Böden, die kalkigen Böden. Das ist schöne, feine Mineralität hinten raus, die aber nicht bissig ist, sondern angenehm einfach nur den Wein unterstreicht und ja, wunderbar zu der Frucht passt. Und das ist echt ein außergewöhnlicher Aligoté, den Sylvain Partey hier in die Flasche bringt. Und ja, mit Sicherheit einer der besten, die man in Burgund finden kann. So, der zweite Wein in unserem Paket ist von Marc Moret, eine Domaine aus Chassagne-Morachet, das heißt eine der Top-Gemeinden für weißen Burgunder. Neben Meursault und Pouligny-Morachet sind das die drei Gemeinden, die absolute Speerspitze der weißen Burgunder bilden. Und die Domaine Marc Moret ist, wie gesagt, in Chassagne dieser Wein. Der Bourgogne Blanc ist der Einstiegswein der Domaine, allerdings wächst er schon komplett in Chassagne. Wir haben eine sehr cremige, helle, weiße Frucht. Das ist sehr typisch, dieses cremige für Marc Moret. Und für diese hellen, kreidigen Böden, die Chassagne auch ausmachen. Das ist eine feine Apfelfrucht, feine Birnenfrucht. Das ist allerdings nicht überwiegend fruchtig, sondern es ist schon auch eher ein bisschen cremig und mineralisch unterlegt. Im Mund schön erfrischend, leicht, eine feine, reife Säure, ein bisschen Limetten-Zitrusaromatik, aber nicht dominierend. Dieses Cremige aus den hellen Böden und aus der schönen Frucht steht da dagegen. Ja, wir haben so ein bisschen Birne und Pfirsich, dem dieser schönen Zitrusspannung entgegensteht. Und insgesamt ist ein sehr harmonischer, sehr leichter, angenehmer Wein, trinkt sich wunderbar, wirklich ein schöner Alltagsburgunder, der zu so vielem passt. Der nächste Wein ist auch ein Bourgogne Blanc, in dem Fall von Rémy Jobard, ebenfalls ansässig in einer der Top-Gemeinden, in dem Fall Meursault. Und das Besondere an diesem Wein ist, dass er schon die neue Appellation trägt, Bourgogne Côte d'Or.
Die wurde erst vor kurzem eingeführt von der INAO. Und in dem Fall drückt sie einfach aus, dass die Trauben tatsächlich nur im Top-Bereich, in den besten Böden entlang der Côte d'Or gewachsen sind. Was keine Vorschrift ist für die normalen Bourgogne Blanc, die dürfen auch nördlich oder südlich der Côte d'Or wachsen. Die können auch aus der Côte Chalonnaise kommen oder sogar aus dem Beaujolais. Das weiß man so genau meistens nicht, wo die Trauben herkommen. Da muss man den Erzeuger fragen. Allerdings, wenn Bourgogne Côte d'Or auf der Flasche steht, kann man sich sicher sein, dass es wirklich nur aus den allerbesten Weinbergen in den Toplagen kommt. Rémy Jobard baut sogar seine Trauben 100% in Meursault an. Und das merkt man diesem Bourgogne auch an, weil er hat wirklich viel Substanz. Eine großartige Tiefe, keine überbordende Frucht, das ist eher ein bisschen kräutrig unterlegt. Hell und kreidig, so ein bisschen Zitrusfrucht. Also eher ein feiner Wein, kein lauter Wein, eher auf der eleganten Seite. Auch im Mund überrascht und begeistert zunächst mal diese Dichte. Das ist wirklich ein unglaublich fester, ein strukturierter Wein. Er hat so eine feine Gerbstoffstruktur im Ausklang, feine Salzigkeit an den Zungenrändern, also ein bisschen pikant und durchaus auch tief. Das ist wirklich ein gehaltvoller Wein mit viel Substanz. Er bleibt tatsächlich fast 2 Jahre im Fass. Das ist eine Spezialität von Rémy Jobard. Und das macht er sogar bei seinem Einstiegswein schon. Und das ist wirklich ein grandioser Chardonnay für diesen Preis. Der nächste Wein ist ein Ladoir von Louis Jadot. Ladoir ist ein ganz besonderes Terroir. Das ist am Cortonberg, also ganz im Norden der Côte de Beaune, quasi am Übergang zur Côte de Nuit. Und hier ist das Terroir sehr besonders, weil wir hier viel mehr Eisen im Boden haben. Wir haben richtige rote Erde, so eine Art Terra Rossa im Kalkstein mit drin. Und die Weine bekommen eine ganz andere Aromatik, eine ganz andere Würze. Der Corton ist einfach total anders als der Rest der Côte d'Or. Und in Ladoir haben wir eben dieses selbe Spiel schon, weil Ladoir direkt am Corton liegt. In der Nase haben wir hier zunächst mal ein bisschen Holzunterlegung. Jadot baut die Weine länger im Holz aus und das merkt man hier auch. Meistens 1/3 Neuholz, hat einen schönen Schmelz, eine helle Frucht, weißer Pfirsich. So ein bisschen cremige Birne auch, eine gewisse Dichte. Am Gaumen schöne Tiefe, viel Substanz und das ist schon ein Wein, der auf jeden Fall nach einer höheren Appellation schmeckt, als man das von Ladoir erwarten würde. Das könnte auch schon fast ein Meursault sein von seiner Kraft und von seiner Substanz. Aber Jadot ist eben auch dafür bekannt, dass sie sehr lagerfähige Weine machen, alterungsfähige Weine. Und diese Holzaromatik wird sich noch ein bisschen einbinden und in 5 oder 6 Jahren ist das ein grandios ausbalancierter, sehr lagerfähiger, toller Chardonnay. Wir haben auch einen Chablis in unser Paket gepackt von der Genossenschaft La Chablisienne. Chablis liegt weiter im Norden und hat andere Böden. Im Chablis haben wir Kreide und Mergelböden vor allem. Das ist nicht so sehr reiner Kalkstein wie an der Côte d'Or. Und die Weine sind ein bisschen rassiger, sind schlanker, sind etwas säurebetonter. Sie haben eine andere Aromatik. Und zählen mit Sicherheit zu den trinkfreudigsten Weinen, weil sie ein bisschen leichter auch sind als die Weine von der Côte d'Or. Und La Chablisienne ist eine Genossenschaft, aber mit Sicherheit eine der besten in Europa. Es gibt nur wenige Genossenschaften, die auf diesem Niveau arbeiten können, vielleicht in Südtirol noch. Und eben La Chablisienne, und das sind wirklich die Speerspitzen dieser Kategorie. Und das merkt man den Weinen auch definitiv an, weil sie super klassisch sind für ihre Appellation und sich nicht hinter Winzerweinen verstecken müssen, überhaupt nicht. Wir haben eine feine Meeresbrisenaromatik, so ein bisschen Algen und Salzzitrone, sehr salzig schon im Duft. Tatsächlich sehr speziell, Seegras und ein bisschen ja, Kreideabrieb von den Böden meint man in der Nase zu haben. Sehr hell.
am Gaumen unglaublich pikant. Also es ist wirklich sehr rassig. Das Chablis kommt hier schon sehr stark durch. Und das, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Aber es ist anders von der Aromatik als an der Côte d'Or. Es ist viel mundwässernder und saftiger als die Chardonnays von den Kalkböden, die ein bisschen tiefer und ein bisschen satter sind, einfach von der Aromatik, mehr Körper haben. Und Chablis ist ein toller Essensbegleiter, vor allem zu Meeresfrüchten und zu Fisch gibt es eigentlich kaum besseren Wein. Der letzte Wein in unserem Paket ist die tatsächliche Krönung. Wir haben hier ein Chassagne Village aus alten Reben von David Moret. Und David Moret ist das, was man im Burgund einen Négociant nennt. Ein Négociant ist also ein Winzer, der keine eigenen Weinbergsflächen hat, sondern der Trauben zukauft. Das ist in Deutschland ein bisschen verpönt. Allerdings ist das in Burgund ganz normal und alle Top-Winzer, beinahe alle Top-Winzer tun das. Auch die richtig teuren Weine sind oft aus Zukauftrauben. Ganz einfach, weil der Boden dort so unbezahlbar teuer ist, dass viele junge Winzer und auch ältere Winzer gar keine Möglichkeit haben, an die guten Lagen ranzukommen. Und sie müssen Trauben zukaufen. Und hundertprozentige Négociants gibt es in Burgund auch, so wie David Moret einer ist. Und die stehen in der Qualität eigentlich oft mit Winzern auf einem Niveau. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede, weil man unglaublich gute Trauben kaufen kann in Burgund. Und dieses System funktioniert dort mit Sicherheit sehr viel besser als vielleicht an anderen Orten. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Chassagne von David Moret genau Chassagne ausdrückt. Das ist 100% das Terroir, was man erwartet in der Nase. Es ist ein bisschen rauchig, es ist sehr cremig, dicht. Es hat so eine rauchige Quittenbirnenfrucht. Es ist leicht vom Holz geküsst. Es hat so ein bisschen eine Röstaromatik, geht fast so ein bisschen in die Mokka-Kaffee-Richtung. Aber sehr angenehm, sehr fein eingebunden und verwoben, das ist wirklich schön. Im Gaumen fast leichter, als man es erwartet hätte von der Nase. Man hat schon einen schönen Schmelz und eine Dichte hinten raus, eine Cremigkeit, aber es wird nie schwer. Es ist ein schöner, filigraner, ausgewogener Wein. Total leicht, eine angenehme, milde, reife Säure und eine tolle Länge. Das Holz ist am Gaumen auch perfekt verwoben und es ist ein grandioser Wein, der genau das darstellt, was man von Chassagne erwartet. Ja, das Burgund erscheint natürlich auf den ersten Blick als eine sehr komplizierte Region. Allerdings, wenn man sich erstmal ein bisschen damit beschäftigt hat, dann ist es eine total faszinierende Region, es ist eine begeisternde Region. Und es zählt zu unseren absoluten Lieblingen bei Lobenbergs und auch Heiner trinkt das super gerne, weil es einfach mit die tollsten und die besten Weine der Welt sind. Und wenn man sich ein bisschen mit der Region beschäftigt hat, dann wird man die Genialität und die Großartigkeit dieser Weine auf jeden Fall erschmecken können und wird super schnell für die Region sich begeistern können und faszinieren können. Und ich denke, dass sie euch genauso faszinieren kann wie uns.